Andi und Mani von Creative Shoots entschießen Bilder, auch bei extremem Zugfilm. Doch das ist nur ein Grund, dass ihre Fotos gut sind. Da steckt Herz und Blut drin, weil sie herzensgut sind. Andi und Mani von Creative Shootings. Guten Morgen. Wir haben jetzt 10 Uhr morgens früh, Sonntag. Wir sind unterwegs. Mal wieder im Auftrag des Fotografierens. Und wir werden viel Spaß haben. Ja. Wir haben ein Topmodel, wir haben ein super geniales Auto. Ja, eine coole Location, eine hoffentlich. Weil wir waren selber noch nicht da. Das Model Jonathan hat die Location ausgesucht, aber da verlassen wir uns jetzt mal drauf und sind sehr gespannt selber. Die Vorbilder sahen schon gut aus. Ja, die Handybilder von der Location sahen schon geil aus. Und ja, gleich sind wir da und wir nehmen euch heute wieder mit. Und ich würde sagen, viel Spaß. Bis gleich. Coole Bilder. Hey, da sind wir nun auf dem ersten Set und ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, dass es eigentlich schon ein geniales Set sein wird und auch geniale Bilder dabei rauskommen, dann bin ich mir sicher. Mani ist schon bei den ersten Übungen und versucht mit dem Model das passende Posing hinzufinden, um das Auto und den Hintergrund richtig gut in Szene zu stellen und den Model natürlich auch. Machen wir erstmal hier einen Stil. Ja, boah, die sind jetzt schon geil. Ich glaube, der Mani ist zufrieden. Boah, geil. Jo, servus. Jetzt sind wir hier am ersten Set. Andi hat es ja gerade schon erzählt. Ich habe meine Bilder schon gemacht. Andi ist jetzt dabei mit dem coolen Auto, mit dem Panther. Und ja, ich zeige euch mal ein bisschen wieder was vom ersten Set. Wir sind hier dabei. Wir arbeiten eigentlich mit unserem Standard-Set. Zwei Streiflichter leicht hinterm Auto, wie ihr seht. Die Location ist natürlich der Mega-Hammer, die der Jonathan hier besorgt hat. Und hier vorne mit der Jimbei, mit der Octabox. Und ja, wie ich sehe, ist das erste Set jetzt fertig. Ich glaube, ich muss mal helfen beim Umbauen. Und bleibt einfach dran. Oder muss komm, jetzt helfen! Ja, immer noch am ersten Set. Jetzt machen wir das mit 85 mm Andis Lieblingslinse. Und zwar, ich zeige euch das einfach mal, die Idee dahinter. Jonathan steht jetzt ein bisschen weiter vorne vom Auto. Wir haben übrigens noch diese sehr geile Tonne hier gefunden. Die bauen wir mit ins Set ein. Jonathan steht jetzt ein bisschen weiter. Wir arbeiten wieder mit Highspeed-Synchronisation. Und jetzt 85 mm. Blende 2,0. 2500 Verschlusszeit. ISO 100. Nur so nebenbei. Nur so nebenbei. Und was wirklich hart ist, ist der Staub hier. Ich zeige euch das mal. Guck mal, wenn man jetzt hier so mal hintritt, kann man quasi genau den Fußabdruck sehen. Und da müsst ihr echt auf eure Ausrüstung aufpassen. Wir haben das jetzt hier alles in den Koffer gepackt, damit es nicht zu sehr verstaubt ist. Und ja, so sieht es hier aus. So, was mir gerade noch eingefallen ist, ich wollte euch noch ein bisschen was zu den Blitzeinstellungen erzählen. Wir haben wieder, wie ihr hier seht, mega Sonnenlicht. Das heißt, wir arbeiten mit dem Blitzen wieder auf voller Power. Wir haben ja mit unserem Blitzen 400 Wattsekunden. Das reicht aber vollkommen, wenn wir die voll aufdrehen. Wenn wir dafür aber die Kamera, wir machen immer erst ein Bild mit der Kamera ohne Blitze, so dass das Bild relativ dunkel ist, wir wenig Umgebungslicht haben und dann bringen wir die Blitze mit rein. Und ja, das Ergebnis seht ihr ja gleich. Wollte ich euch nur noch mal sagen. Wir fahren jetzt zum Set 2, nicht weiter, aber ein Stückchen. Ist das eine Karre? Es ist geil. Ach, wir sollen nicht mal geil sein, so oft. Ja.
Martin, sag mir so, geil. Aber ich würde sagen, schön, das war geil. Das ist schön. Das war voll schön. Bis gleich. Martin, wie ein Fisch im Wasser beim Fotografieren. Sagenhaft. Ja, das ist das nächste Set. Das ist die Idee von Martin. Der hat sich gedacht, der macht da ein cooles Photoshop-Composing, indem er das Auto, das gerade da steht, richtig in Action bringt. Und er lässt es auch mit durchdrehenden Rädern und so, als ob das in die Kurve slidet. Und der Jonas sitzt da drin wie so ein Agent und wird ja Verfolgungsjagd oder schnelles Fahren oder wie auch immer. Ich bin gespannt, was der Martin da im Kopf hat. Was hat er für ein... Der hat sich, wir fotografieren auch ohne Blitz, weil das alles nachher im Photoshop gemacht wird. So stellt sich der Martin das vor. Martin, ja? Welche Einstellung hast du? Wir sind hier bei, ich muss selber mal gucken, 1/320, 7,1 Blende, ISO 100. Und es ist echt warm, guck mal, wie ich schwitze. Aber... Hey, da macht er immer. Für coole Bilder, da macht er immer. Und was wirklich ein super Vorteil ist, ist die kleine Lupe, die Martin um den Hals hängen hat. Bei dem Sonnenlicht sieht man gar nichts auf dem kleinen Display. So, ohne dessen kann man die Bilder nicht beurteilen, die man da macht. Kann ich wärmsten empfehlen. Martin ist zufrieden. Jedes zweite Wort ist cool. Es wird was. Bis gleich. Weiter geht's am nächsten Set. Anni stellt gerade noch die Kamera ein, die Blitze. Ja, wir haben uns hier überlegt, wir machen ein bisschen was zum Agenten-Style, James Bond-Film mäßig. Der Jonathan hat hier ein weißes Hemd an, Jeans und eine MP5 haben wir ihm gegeben. Als Waffe, die er noch in der Hand hat. Er geht diesen coolen Weg hier runter zu seinem Auto quasi. Und ja, das soll so eine Szene aus so einem Film darstellen, wenn er quasi zurück zu seinem Auto geht. Gerade nach einem Kampf irgendwo in der Wüste oder so. Und ja, jetzt stellen wir hier die Blitze ein. Andi stellt dazu als allererstes mal ganz ohne Blitze ein. Dann nur die zwei Streiflichter dazu und zum Schluss noch das Hauptlicht mit rein, damit dann alles passt. Martin hat mir die Kamera weggenommen und jetzt macht er die geilen Fotos und ich muss assistieren. Ja, Quatsch. Ich wollte euch nur so sagen, so besteht unsere Partnerschaft, wie wir das eigentlich immer so machen. Wir überlegen eine Idee, entweder Martin oder nicht, schreiben wir zusammen. Wenn man das wäre gut, oder ihn hat ein Model angeschrieben, mich hat ein Model angeschrieben und ich habe den Footloop. Wisst ihr, Partnerschaft. Der Drecksack läuft immer mit meiner ganzen Ausrüstung weg und dann stehe ich da. Er will immer fotografieren. Das ist einfach nur Kacke, weißt du? Quatsch. So. Alles klar? So sieht unsere Partnerschaft aus. Nein, wir machen jetzt die Bilder zusammen. Dadurch, dass wir zu zweit sind, hat immer einer irgendwie eine bessere Idee wie der andere. Und dann setzen wir das um, schmeißen wir nachher zusammen die Bilder aus. Kloppen wir uns dran oder wir kloppen uns und streiten uns, wer welches Bild bearbeiten kann, weil meistens will jeder das Bessere bearbeiten. Dann reden wir zwei Wochen nicht miteinander und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Nein, Quatsch. Jeder sucht sich Bilder aus, die er bearbeiten will. Wir haben zwar den gleichen Geschmack, aber das passt schon. Wir machen immer genug Bilder und unterstützen eigentlich. Schicken wir uns auch gegenseitig die Bilder hin und beurteilen die. Ist das gut? Was würdest du machen? Was würdest du anders machen? Und dann zeigen wir euch halt die Bilder, die dabei rausgekommen sind. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, sich irgendeinen Partner oder zwei Leute zusammenzusuchen in seiner Gegend und sich auszutauschen. Das macht so viel mehr Spaß.
Und es bringt echt viel. Zumindest bei uns. Also seit den letzten 3 Monaten läuft es bei uns. Nee, läuft es nicht, es rennt. In diesem Sinne. Martin, gib mir meine Kamera wieder. Ja, was denn? Pass auf, ich erkläre es euch jetzt auch mal. Wir wollen ein Bild machen, dass er ganz mit drauf ist. Füll mal hier rein, ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man da was? Ja. Ja, und um so weitwinklig zu gehen, und dass die Blitze sind halt immer mit im Bild, weil wenn wir die noch weiter wegstellen, haben die Blitze keine Wirkung mehr. Jetzt überlege ich, ob ich die da gut rausretuschiert kriege. Tricksen muss halt auch manchmal sein. Und jetzt wollte ich den Andi fragen, ob er meint, ob man das da gut wegkriegt. Der Andi meint, man kriegt sie nicht gut weg, aber man kriegt sie weg. Oder wir machen so, dass da irgendwelche großen, wie heißen die, Lampen oder so. Mitten im Feld. Ja, im Bauland so. Ja, alles klar. So läuft das bei uns. Wir finden schon eine Lösung. Yeah. Das kommt richtig cool. Der passt noch nicht, aber sonst passt. Die Lösung war näher, als man gedacht hat. Wir haben die Blitze einfach aus dem Bild rausgestellt. Manchmal geht's einfacher. So, jetzt ist der Andi wieder dran. Und ich würde sagen, wir schleichen uns mal an. Er fotografiert jetzt mit 85 mm wieder. Auch das gleiche Set vorhin mit den Waffen und mit dem Auto. Und ja, jetzt halt mit 85 mm wieder Highspeed, was wir auch mal sehr gerne machen. Und ich würde sagen, ich schleiche mich mal ein bisschen an hier. Ein bisschen über die Berge hier. Yeah, und da ist der Andi in Action. Jetzt sind wir schon wieder am nächsten Set. Ja, es stehen noch 2 Sets aus. Wir haben beide quasi schon aufgebaut. Und ich zeige euch jetzt mal, was noch aussteht. Wir sind jetzt ungefähr, ich weiß nicht, 2 Stunden circa hier. Ja, haben jetzt noch eine halbe Stunde vor uns. Wir hatten so 2,5, 3 Stunden eingeplant für das Shooting. Und an den Zeitplan haben wir uns auch super gehalten. Hat prima geklappt. Und ja, ich zeige euch einfach mal jetzt das Set, was wir jetzt fotografieren. Und zwar hier. Der Jonathan sitzt hier vor diesem Riesenhaufen Geröll quasi, und wir arbeiten jetzt hier mit der Firefly, mit dem Aufsteckblitz, und Andi fotografiert mit dem 2405, und ja, er stellt gerade noch das Licht ein. Die Bildidee ist quasi, dass von hier unten fotografiert wird. Jonathan macht gerade eine Pause mit dem coolen Hintergrund hinter ihm, und ja, ich würde sagen, einfach Gas geben. So, jetzt sind wir wirklich am allerletzten Set. Und das letzte Set hat was mit einer Flasche zu tun. Warte, ich zeige euch mal die Flasche. Da ist die Flasche. Hier. Das ist die Flasche, mit der das Set was zu tun hat. Wir sprechen es nicht. Nein, hier ist die Flasche. Und Jonathan macht sich damit nass ein bisschen, dass er so ein bisschen verschwitzt aussieht. Ein bisschen, ja, wie abgeschafft, als wenn er... Ja, einen langen Weg. Verschwitzt hätte ich mich auch hinstellen können, ja. Ja, und ja, mal Wasser am Set dabei zu haben, ist auch immer cool, weil man damit nochmal besondere Effekte hinkriegt, sag ich mal. Und ja, wir arbeiten hier einfach mit einem schönen Porträt, mit diesem Geröll-Hintergrund. Hier vorne ist die Firefly, die auslöst. Und Jonathan steht da, schön verschwitzt. Da kann man danach nochmal schön Details rausholen, mit der Klarheit ein bisschen spielen. Und ja, Andi fotografiert hier mit dem
85 mm. Andi, sag mal was zu den Einstellungen. Ich bin auf AV, Blende 2 und die Auslösegeschwindigkeit gibt dann in dem Fall die Kamera vor. ISO 100. Blitz, und der Blitz läuft über ETTL. ETTL und dann gib ihm. Gib ihm. Simple Technik, ist ganz einfach. Und das Ergebnis zählt. Ja, das war's. Wir sind fertig. Ja. Am letzten Set. Wir sind fertig für heute. Fertig für heute. Da hinten ist nochmal der geile Panther. Und ich habe schon wieder geil gesagt. Ja. Es war ein richtig sauber Shooting, ein tolles Shooting. Und ja, ich würde sagen, auf die Bilder könnt ihr euch freuen. Ihr habt ja jetzt schon wieder ein paar eingeblendet gekriegt. Und Alter Falter! Warum haben Sie das denn nicht gleich gemacht? Alter Falter! Ich weiß, ich soll es nicht sagen, aber das war geil. Ja, wenn man mit solchen Leuten arbeitet, kann ja nur gut werden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Bis demnächst. Lasst vielleicht ein Abo da auf unserem Kanal, da würden wir uns freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mani. Und euer Sandy. Bis dann. Ciao. Andi und Mani von Creative Shots entschießen Bilder, auch bei extremem Zugwind. Doch das ist nur ein Grund, dass ihre Fotos gut sind. Da steckt Herz und Blut drin, weil sie herzensgut sind. Auf ihrem YouTube-Channel kommt jetzt ein runder Einblick, zeigen wie der Hase läuft und nichts bleibt unbegreiflich. Wird doch, kannst du's in den Kommentaren fragen. Du kriegst Antworten wie aus Kommissariate. Bist du Rocker oder Hopper, Boxer oder Zocker? Schau zu und mach dich locker, die hauen dich vom Hocker. Picks aus allen Positionen, sogar von Dachspitzen. Tricks, die sich lohnt, erklärt aus Fachwissen. Gegen diese beiden machen andere nur Skizzen. Die machen aus nem Shooting ein Gewitter aus Blitzen. HDR, Portrait, Fantasy und Tuning. Andi und Mani von Creative Shootings. Hey, da war noch was. Wir hatten noch was. Ja, jetzt gibt's nämlich bei uns hier auch, wie ihr seht, M-Cuts auf unserem Kanal. Und da müsst ihr einfach euch mal durch die Videos klicken. Die sind irgendwo Da oder unten oder so. Auf jeden Fall. Für alle, die die anderen Videos noch nicht gesehen haben. Genau, Andi und Mani und Tour 1 und 2. Einfach mal reinklicken und das war's jetzt wirklich, oder? Das war's. Jetzt ist wirklich Ende. Jetzt abschalten. Könnt ihr abschalten.